Hallo YouTube. Heute geht es um eine Veränderung. Nicht wirklich in dem Kanal, wenn gleich die Veränderung auch den Kanal betrifft. Und es geht um euch. Wenn euch interessiert, worum es geht, dann bleibt dran. Bis gleich. Die Veränderung. Ich habe ja ab und an mal ein Video hochgeladen, was auch das Thema Automobil betrifft. Also ich kenne das von klein auf, also mein Leben wird eigentlich die ganze Zeit begleitet von motorbetriebenen Fahrzeugen. Das hat schon, bevor ich 15 gewesen bin, hat das angefangen, dass ich da bereits ein Mofa von meinem Vetter im Keller stehen hatte und da dran gebastelt habe, im Garten damit rumgefahren bin und letztendlich muss ich zugeben, ich habe das Ding dann irgendwann kaputt repariert. Seitdem bin ich die ganze Zeit mit Motorrädern, mit Autos hatte ich zu tun, sowohl beruflich als auch privat. Und ja, jetzt geht es letztendlich darum, dass ihr als Abonnenten von diesem Kanal vorrangig interessiert seid an Motorradthemen. Und dementsprechend möchte ich euch nicht großartig mit automobilen Themen und Autovlogs und was auch immer, also Themen, die halt das Automobil betreffen, möchte ich euch nicht belasten und langweilen. Und dementsprechend möchte ich diesen Kanal, also den Verkehr-Kanal hier, artenrein sozusagen halten. Das hat für mich zur Folge, dass ich einen neuen Kanal oder einen weiteren Kanal aktiviere. Und das ist der Kanal Heaven Cars hier bei YouTube, der sich zukünftig um den automobilen Bereich kümmern soll. Ich hatte das ja auch schon mal gesagt, ich mache diese Videos ja nicht alleine für euch, natürlich auch für euch, aber nicht nur für euch, sondern auch, weil es mir einfach Spaß macht. Und den neuen Kanal, den habe ich halt jetzt ins Leben gerufen, um eben auch Videos für Autos und Autointeressierte hochladen zu können. Und wer Interesse daran hat, der kann natürlich gerne auch diesen Kanal mal besuchen und über neue Abonnenten und zusätzliche Abonnenten, über Kommentare und Hinweise, Verbesserungsvorschläge, was auch immer, bin ich super dankbar, weil all das zeigt mir, dass die Sache angenommen wird und dass ich das nicht nur für mich mache. So, und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ich hatte gesagt, es geht um euch, weil es geht um euch Abonnenten. Als ich das Motorrad hier abgeholt habe, das war im November vergangenen Jahres, an dem Tag habe ich mich bedankt für 300 Abonnenten. In den Wintermonaten ging es dann weiter. Ich durfte mich für 400 Abonnenten mit einem Special, wo ich hier das Ladegerät oder die Handyhalterung für die Navi-Vorbereitung von BMW hier verlost habe. Und da waren es halt schon 400 Abonnenten. Und jetzt mittlerweile sind wir schon bei 500 Abonnenten. Und das muss ich sagen, das begeistert mich schon sehr, weil es zeigt mir, dass
dass die Sache wirklich angenommen wird und dass ihr Spaß dabei habt, die Videos zu schauen, ihr mit euren Kommentaren, mit euren Abos, die stetig zunehmen. Es ist einfach begeisternd für mich zu sehen, wie das... was denn nur hier? Es ist begeisternd für mich zu sehen, wie das alles so funktioniert und wie ihr die Sache annehmt. Ihr schreibt Kommentare, ihr nehmt teil, ihr durch die Kommentare habt ihr die Möglichkeit, die Inhalte mitzugestalten. Ich find's einfach klasse. Deshalb möchte ich hier an dieser Stelle ganz doll Danke sagen. Vielen, vielen Dank für euch Abonnenten und ich finde das ganz toll, wie das hier abläuft. Ja, und diejenigen, die... Oh, super Kreisverkehr hier. Für diejenigen, die das Abo noch nicht hier bei mir abgeschlossen haben. Es ist, wie üblich bei YouTube, ist es natürlich kostenlos. Hier sind wir übrigens bei der Museumseisenbahn. Hier speziell für den Fritze. Mal müsste ich mal ein eigenes Video zu machen. Habe ich vor einiger Zeit auch schon mal. Ich werde das Video mal speziell für den Fritze, für den Krattmelder 24 hier verlinken. Schaut's euch an. Es war auch ein schönes Wochenende mit vielen Oldtimern und einer tollen Dampflokomotive. Ja, also diejenigen, die noch keine Abonnenten sind, ihr seid herzlich willkommen. Wir sind hier keine eingeschworene Gemeinschaft, die keine neuen Mitglieder zulässt. Nein, ganz im Gegenteil. Ich freue mich oder wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten und jeden, der hier aktiv in irgendeiner Art und Weise mitmacht. Sei es durch Kommentare, sei es durch den Daumen, sei es durch sein Abo. Und sei es vielleicht auch durch persönliche Kontakte, die man schon mal geknüpft hat und man beispielsweise auch schon mal zu gemeinsam Motorrad gefahren ist. Ja, das war es eigentlich, was ich euch heute erzählen wollte. Wie gesagt, vielen Dank für eure Mitarbeit, für die 500 Abos. Ganz, ganz tolle Sache. Bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende. Wie immer, kommt gut durch die Woche und bleibt fair im Verkehr. Bis dahin, macht's gut, ciao.